Herzlich willkommen zum Europa-Magazin. Während es am Mittwoch in Minsk nun tatsächlich einen neuen Ukraine-Gipfel geben soll, sterben in der Ukraine weiter Menschen. Jürgen Bern. Es wird keine schnelle und keine einfache Lösung geben für die Ostukraine. Und der Krieg dort ist tödlicher, als offiziell gesagt wird. Ja, wer zieht schon gerne in so einen Krieg? Ukrainische Patrioten? Russische Soldaten im Urlaub? Nach den Recherchen meines Kollegen Udo Lilischkis muss man wohl eher sagen, im Zwangsurlaub. Denn der Einsatz der russischen Soldaten scheint alles andere als freiwillig zu sein. Auf der anderen Seite die ukrainischen Soldaten. Männer aus dem ganzen Land müssen an die Front. Viele würden allerdings vor ihrer Einberufung flüchten, hieß es zuletzt. Bröckelt die Moral auf ukrainischer Seite? Oder ist das russische Propaganda? Udo Lilischkis ist dem nachgegangen. Und Ruslan Kotsaba, der Journalist, der in unserem Film von der angeblichen Kriegsmüdigkeit der Ukrainer gesprochen hat, der wurde mittlerweile vom ukrainischen Geheimdienst festgenommen. Der Vorwurf: Verrat. Die Anklage soll heute noch geprüft werden. Siegespose von Alexis Tsipras nach seiner Wahl zum griechischen Ministerpräsidenten. Danach hat er bekanntlich die Zusammenarbeit mit der Troika aufgekündigt. So weit, so planmäßig. Doch diese Woche der harte Aufprall in der europäischen Realität. Europa will bei der Tsiprasschen Befreiung vom Spardiktat nicht richtig mitmachen. Stattdessen gerät die Regierung massiv unter Druck, unter Zeit- und Gelddruck. Ende des Monats läuft bekanntlich das Hilfsprogramm aus und die Europäische Zentralbank vergibt nur noch Notkredite. Kann Tsipras seine Wahlversprechen auch nur ansatzweise einlösen, fragt man sich da. Doch unter den Griechen ist die Zustimmung für seinen Kurs größer denn je. Ellen Trapp. Jetzt haben Sie doch bitte mal im Kopf nach Ihren Schweiz-Klischeebildern. Was sehen Sie da? Das übliche Bergpanorama wahrscheinlich mit Kühen davor, Schokolade vielleicht noch und Banken vermute ich mal. Also passen diese Bilder hier jetzt wahrscheinlich eher nicht so ins übliche Schweiz-Klischee, oder? Feiernde Hindus, ein Moslem und ein Buddhist im Gebet. Und jetzt kommt die zweite Überraschung. Das alles findet in einem Gebäude statt. Eine Art Kirche, Moscheen, Tempel, Hochhaus, das mitten in Bern steht. Daniel Hechler war drin. Paris, die Stadt der Liebe. Ich fürchte, das muss umformuliert werden. Paris, die Stadt des Hustens. Denn fast jeden zweiten Tag werden die Feinstaubwerte in Paris überschritten. Die Stadt der Liebe steckt in einer Glocke aus Dunst. Gar nicht romantisch, sogar gefährlich. An einem Tag im Dezember soll die Luft in der Stadt so dick gewesen sein, wie in einem kleinen Raum, in dem bei geschlossenem Fenster 8 Leute rauchen. Das berichtet ein französischer Wissenschaftler. Und das soll jetzt Konsequenzen haben. Für Anwohner wie für Touristen. Matthias Wert berichtet. Was meinen Sie, in welcher europäischen Stadt in der Europäischen Union gibt es den höchsten Russenanteil? Das ist eine schwierige Frage, denn die Stadt ist bei uns relativ unbekannt. Sie liegt in Lettland und zwar direkt an der Grenze zu Russland. Daugavpils heißt sie. Mehr als die Hälfte der Bewohner sind Russen, nur 20% Letten. Und es gibt auch noch eine deutsche Minderheit. Ziemlich interessante Mischung, gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts. Zumal Lettland auch noch die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Geschunkelt wird übrigens auf Deutsch in Daugavpils. Klaas-Oliver Richter. Jetzt die Tagesschau. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an Europa und wünsche noch einen angenehmen Sonntag. Tschüss, bis bald.